Ich glaube, ich habe was gefunden. Hat Eddie dir beigebracht, wie man einen Brand löscht? Nö, das war ich selbst. Musste er denn wirklich alles zerschlagen? Ist das eine Kiste unter der Scheune? Ja, was zum Teufel? Ich glaube, hier hat das Feuer begonnen. Also wollte er den Inhalt einfach verbrennen? Das sehen wir uns an. Ich muss noch ein paar Bretter entfernen, um ranzukommen. Wo finden wir nur das passende Werkzeug dafür? Diese Dielen sind neuer als der Rest. Diese Ecke war einfach nur Erde. Für ihre Hühner. Sie hat immer gesagt, sie will diesen Ort in einen echten Bauernhof verwandeln. Unsere kleine Tundra-Farm. Der Benzinkanister war schon heute Morgen da. Es fehlen keine wertvollen Sachen. Er hat ihn nicht mitgebracht. Er hat unter den Teppich geschaut? Jetzt wissen wir wohl, wie er das Loch gemacht hat. Gott. Er hat die Bude echt auf den Kopf gestellt. Zumindest du wurdest verschont. Er hat sogar die Schubladen ausgekippt. Tja, zumindest hat er uns die Karre gelassen. Alles liegt auf dem Boden. Geh zurück. Alles okay. Tja, ich kenne nur eine Person, die eine Lagerkiste so aufwendig dekorieren würde. Marianne. Öffnen wir sie. Was ist das da? Irgendeine Schnitzerei. Keine Ahnung, was sie bedeutet. Hey, erinnert dich das nicht an die Geheimnishüterin aus dem Buch der Kobolde? Das ist es. Sieh mal, es ist dasselbe Symbol, die Geheimnishüterin. So, mal sehen, ob wir Zahlen finden können. Drei Ziffern. Irgendeine Idee? Zahlen waren ja nie so Marianne's Ding. Geschafft.
Was für ein Chaos. Fuck. Das ist hart. Dieser Typ wollte Mary Ann eine Abtreibung aufzwingen, obwohl sie uns behalten wollte. Schätze, sie hat nicht geahnt, was für ein Arsch er werden würde. Das ist alles. Was zum Teufel? Also, Mary Ann hat eine Kiste unter der Scheune versteckt. Eine Kiste voller Briefe von unserem Versagervater. Er hat die ganze Scheune auf den Kopf gestellt und nichts genommen. Er wollte nur an diese Kiste. Und er war bereit, die Scheune niederzubrennen, um ihren Inhalt zu vernichten. Du weißt, was das alles bedeutet. Ja. Dieser Kerl hatte eine Affäre mit Mary Ann und wollte jetzt die Beweismittel vernichten. Er muss gehört haben, dass wir das Haus ausräumen. Er hatte Angst, dass wir sie finden. Weißt du, ich werde das Gefühl nicht los, dass er schon mal hier war. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ganz sicher nichts von dieser Nacht vergessen. Ich hätte dasselbe gesagt, aber irgendwas war anders. Ich muss den Rest sehen. Der wilde Jäger! Halt. War da jemand in dieser Nacht? Im Wald? Nein. Es war nur... Ich hab... Wen zum Teufel habe ich da gesehen? Verdammt. Er ist einfach losgerannt. Keine Zweifel, kein Zögern. Er war auf einer Mission. War da drüben jemand? Der wilde Jäger! Was? Nein. Das war der wilde Jäger. Was? Wovon redest du da? In dieser Nacht. Ich dachte, das wäre der wilde Jäger im Wald. Aber ich schätze, es war nur irgendein Arschloch. Ein Arschloch, das einfach nur da stand und zusah, während Mar mich mit einer Schrotflinte jagte. Glaubst du, es war derselbe Kerl? Vielleicht. Ich meine, er muss es doch sein, oder? Sie trugen dieselbe Anglerkleidung. Ja, es sei denn, alle, die sich mit uns anlegen wollen, tragen dieselben Outfits. Moment. Er war schon einmal hier, nicht wahr? Ja, genau. Ein paar Tage vor Mary Anns Tod. Vielleicht? Warte. Spürst du das? Tyler, nicht da! Unsere Mutter stritt mit jemandem am Dock um uns. Wir müssen wissen, ob es derselbe Typ war. Was, wenn diese Erinnerung... Was, wenn... Ich ertrag das nicht mehr. Wir müssen die Chance nutzen.
Müssen wir wirklich? Ich meine, jemand wollte unsere Scheune abfackeln. Ja, und das bedeutet, wir sind auf der richtigen Spur. Ich gehe nicht auf den Steg. Nur noch ein letztes Mal, bitte. Von wegen, nur noch einmal. Immer wenn es abgeschlossen scheint, taucht irgendetwas Neues auf. Was, wenn wir nur so herausfinden, wer unser Vater ist? Dann leben wir eben einfach ohne ihn weiter, so wie bisher auch. Na los, wir finden die Wahrheit heraus. Für sie. Was, wenn die mich gar nicht interessiert, ha? Hast du je daran gedacht? Nein, du bohrst gnadenlos weiter. Du musst Verantwortung für deinen Anteil an Mary Anns Tod tragen. Was? Aber wie kannst du das nur sagen? Hab ich nicht. Ich, oder doch, hab ich wohl. Vorhin, zu Eddie. Aber ich schwöre, ich meinte nicht dich damit, Ellie. Können wir jetzt nicht mal unseren Stimmen trauen? Ich weiß es nicht. Allison. Ich tu's. Na los. Du trittst mir auf den Fuß. Kannst du hören, was sie sagen? Still! Wir wollen nicht, dass Mom uns hier erwischt. Ich wusste es. Ich habe gesagt, das würde passieren. Wir hatten es aber fast. Das war der Streit. Der zwischen Mary Ann und diesem Kerl. Konzentrier dich auf ihn, okay? Denk über nichts anderes nach. Ich versuch's. Du bist also hier, damit ich auch ja meinen Mund halte? Ich schulde dir gar nichts. In letzter Zeit warst du ein wenig durcheinander. Durcheinander? Ich habe versucht zu überleben. Wenn du Angst hast, dass ich verzweifle, könntest du uns helfen. Etwas Geld leihen. Wo ist es hin? Was ist jetzt passiert? Ich kann nicht, Tyler. Hey, aber wir waren doch so nah dran. Tut mir leid. Ich bin fertig. Das war's? Du gibst einfach auf? Einfach so? Das kannst du nicht tun. Wir schulden es ihr. Mary Ann ist tot, Tyler. Und nichts, was wir tun, kann das ändern. Geh nicht. Bitte. Du kannst nicht weglaufen, Ellie. Sonst wird es bloß noch schlimmer. Autsch, pass auf, du trittst mir auf den Fuß. Kannst du hören, was sie sagen? Still, wir wollen nicht, dass Mom uns hier erwischt. Es gibt kein Geld. Ich habe dich nie um irgendwas gebeten, aber jetzt brauchen sie dich. Das wird nicht passieren. In dieser Scheune habe ich alles, was ich brauche, um dich dran zu kriegen. Und was bitte glaubst du passiert danach? Was meinst du damit? Also, wenn diese Kinder einen Vater haben, meinst du wirklich, irgendein Gericht wird sie in deine Obhut belassen? Nein! Du hast kein Recht auf meine Kinder! Verschwinde von meinem Grundstück! Jetzt! Wenn du je hierher zurückkommst,
dann werde ich dich umbringen! Allison? Thank you.
ist noch was. Sieh mal. Was meinst du? Sollen wir dem nachgehen? Ich glaube, die listigen Kobolde müssen weiter herumschnüffeln.